Okay. Our next talk is on Java. Actually, on a specific form of attack on Java. Script. The evil side of Java. For the script kiddies. This is Injun. He is originally from Siegen, which is part of Chaos West. I think he now lives in Bremen, if I'm correct. And please, let's have a big hand for Injun. And come on, let's have a hand. Entry. All right, it must be filled up to the last place because I can't see a thing. Just to make it easier for some of us, is there anybody who is not a native German speaker here? Then shout, no! All right, then I switch to German because it's a little bit easier for me and probably easier for you. You're okay with that? Okay, no, let's switch the language. Okay. Die Präsentation heute ist sozusagen so ein Ding, was ich mal gemacht habe in ganz kurz. Ich wollte eine Einführung geben in Cross-Site-Scripting und weil ich das witziger machen wollte, habe ich natürlich gleich alles umgeworfen, mein normales Folienformat komplett ersetzt und habe das mal versucht als eine Demo zu machen. Und was muss man dann machen? Man muss das ganze Ding halt dummerweise in dieser JavaScript-Sache irgendwie in den Browser bringen. Das heißt, das, was ihr da im Hintergrund seht, ist tatsächlich mein Firefox und den könnt ihr auf genau die Art angreifen, die ich jetzt gleich demonstrieren werde. Während ich die Demo entwickelt habe, habe ich mich tatsächlich selber ein, zwei Mal gecross-site-scriptet. Das Zeug scheint also tatsächlich gefährlich zu sein. Der Sinn der Präsentation ist tatsächlich, euch eine ganz grundlegende Einführung zu geben und wenn irgendjemand das noch nie gesehen hat, hat er vielleicht diesen Wow-Effekt. Das wäre total cool. Wenn nicht, dann nicht. Und am Ende gebe ich noch mal zwei, drei Folien zu. Wenn ihr unbedingt eine Web-Applikation bauen wollt, also eine Webseite oder sowas in der Art, mit einer Datenbank hinten dran oder irgendwas in der Art, dann gibt es ein oder zwei Worte, die man im Hinterkopf haben sollte, während man das programmiert. An der Universität hatte ich tatsächlich eine Folie, die hatte dann diese zwei Worte so oft auf dieser Folie, wie es ging, damit man sich das irgendwie merken kann. Die Leute sind heute nicht anwesend, die das haben können, die das gelesen haben, aber ich denke, die hätten die zwei Worte immer noch im Kopf. Gut. Wir haben keine Zeit für Fragen, beziehungsweise Fragen machen wir dann danach in der Lounge. Da stehe ich noch ein bisschen rum, da könnt ihr dann einfach vorbeikommen. Ansonsten, wenn ihr irgendwas absolut nicht versteht, brüllt einfach rein. Das ist hier die professionellste Bühne, auf der ich je war. Die Tontechniker kriegen das hin. Gut, warum mache ich das? Das habe ich eben gerade im Prinzip schon erklärt. Ich musste halt einen Vortrag halten, der sollte irgendwie eine Einführung sein. Und dann habe ich halt meine Slides overengineert und ich wollte unbedingt mal was mit 3D machen und dachte, ich weiß jetzt, für Cross-Site-Scripting, da brauche ich die dritte Dimension so richtig in die Tiefe. Wenn jemandem schlecht wird, einfach die Augen schließen, ich rede weiter. Ansonsten ist Cross-Site-Scripting unglaublich einfach zu vermeidende Schwachstelle, wie alle anderen halt auch. Und immer noch auf der 2017er Rangliste der Open Web Application Security, jetzt habe ich vergessen, wie heißt das, Projects, genau, auf Platz 3. Immer noch relativ häufig und den String, den wir gleich haben, könnt ihr einfach mal in jedes Suchfeld reinwerfen. Vielleicht kommt ja was raus. Ne, kann man einfach mal mit rumspielen. Das funktioniert dann. Gut. Können wir loslegen? Ja. Gut. Danke. Danke für dieses unglaubliche Feedback. Gut, das Erste, was ich mal kurz erklären muss, damit wir alle auf derselben Seite sind, was ist dieses komische www? Ich werde gleich den Begriff Server verwenden, also müssen wir mal kurz rausfinden, was so ein Server ist. Den habe ich mal da unten hingeschrieben. Der Webserver ist halt das, was uns die Webseite liefert. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie in einem Restaurant. Ich sitze also hier in meinem Restaurant und ich will was haben. Das kommt aus der Küche, die ist da hinten. Das heißt, mein Server ist sowas wie der Koch. Dann bestelle ich das über ein Protokoll, das ist üblicherweise im www, also das definierende Protokoll heißt HTTP, das ist dann in diesem Fall der Kellner, dem gebe ich meine Bestellung mit, das nennt man dann Request, der geht in die Küche, sagt das dem Koch, der Koch, also mein Webserver, der mixt das an und dann lässt er das von dem Kellner wieder hierher transportieren. Wenn wir sowas wie TLS, also Transport Layer Security, eingeschaltet haben, dann gibt es eine gewisse Chance, dass das Zeug unverändert hier ankommt, ohne dass der Kellner zwischendurch selber mal genascht hat. Wenn nicht, dann kann halt zwischendurch alles Mögliche passieren, aber das ist gar nicht das Thema.
eigentlich mein Essen kommt üblicherweise im Web in so einer Form, die heißt Hypertext Markup Language. Das ist also das Dokumentenformat, da ist dann alles drin geschrieben. Das ist sowas wie der Teller oder der Tisch hier an der Stelle, beziehungsweise, genau. Und das wird mir dann geliefert und ich muss das dann verarbeiten, indem ich es esse. Das heißt, ich nehme das in mich auf. Damit bin ich gewissermaßen in diesem Bild der Browser und ich schluck dann alles, was da kommt. Und JavaScript ganz oben auf diesem HTML-Berg drauf ist dann etwas, was mir sozusagen mein Verhalten diktiert als Browser. Damit kann mich dann im Prinzip der Server, wenn er ein JavaScript auf seiner Webseite einbettet, dazu bringen, irgendetwas anderes zu tun. Zum Beispiel Blödsinn zu erzählen, aufzustehen, nach rechts oder links zu gehen. Daran merkt man unter Umständen, dass das vielleicht irgendwie schon mal was Kritisches ist, dass man da JavaScript einbindet, weil das setzt natürlich voraus, dass ich der ganzen Lieferkette von Küche bis hierher grob vertraue, dass die mir da nichts einbauen, was nachher meinen Browser mich kaputt macht oder dazu bringt, seltsame Sachen zu fabrizieren. Gut, jetzt gibt es ein paar Sicherungen in den ganzen Browsern drin, die halt nur bestimmte Dinge erlauben, aber auch da gab es immer mal wieder Schwachstellen und man kann da allgemein versuchen, vorsichtig zu sein. Unangenehm wird es halt dann, wenn ich das Zeug, was da angeliefert kommt, nicht aus der Küche kriege, sondern das halt von jemand anderen kommt. Ne, der hat dann da irgendwas reingeträufelt oder so und das will ich dann ziemlich definitiv nicht haben. Und da könnte eigentlich die Küche und die ganze Lieferkette was gegen tun. Und heute geht es ein bisschen darum, wie eigentlich so ein Angreifer was in der Küche in den Topf träufeln kann und mir das dann ausgeliefert wird. Beziehungsweise ganz grob das echte Beispiel, das ich heute bringe, ist, der macht was im Lager kaputt. So, ich bin also der Client, also der Webbrowser und die Küche da hinten, das ist der Koch, das ist der Server. Damit haben wir da mal die Grundlagen gelegt. Und dann können wir uns mal grob angucken, was ich heute eigentlich erzählen möchte. Cross-Site-Scripting-Attack, man kann das Wort einfach auch wörtlich sozusagen nehmen. Cross-Site heißt, es geht sozusagen über Bande, da kreuzt sich im Prinzip Angreiferkommunikation mit der Opferkommunikation. Das Prinzip, es gibt mehrere Arten von Angreifern, Arten, wie man Cross-Site-Scripting-Angriff durchführen kann, Reflective, Stored, was wir heute als Demo haben, CSRF, also Cross-Site Request Forgery, wäre auch noch eine Spezialversion. Das funktioniert aber im Großen und Ganzen immer auf die gleiche Art. Und zwar so, dass der Angreifer irgendetwas an den Server schickt oder schicken lässt auf irgendeine Art. Der Server verarbeitet das dann, ne, also in der Küche, auf eine Art, die nicht verhindert, dass da irgendwelche komischen Sachen in meinem Essen drin sind. Und dann liefert er mir das aus, weil ich will ja die Webseite sehen am Ende des Tages. Soweit klar? Wunderbar, ich kann euch jetzt nicken und klatschen sehen, das ist toll. Gut, wie läuft sowas dann tatsächlich einfach mal konkret ab? Und wir gehen jetzt einmal diesen Webaufruf durch und machen mal so einen Cross-Site-Scripting-Angriff, weil der Grund, warum ich das überhaupt in diesem Impress.js gemacht habe, ist, das ist praktischerweise schon mit JavaScript behaftet, ist eine Webseite und dann kann man sich selber gleich Cross-Site-Skripten und das sieht dann schöner aus. Und ihr könnt mir danach sagen, ob das tatsächlich didaktisch gar nicht mal so schlecht war. Gut. Also, wir haben so ein übliches Ding, das ist jetzt hier ein Sign-in-Web-Formular. Üblicherweise kann das auch sowas sein wie ein Posting in einem Forum oder so. Die einzige Anforderung, die ich habe, ist, dass man da was an den Server schicken kann. Ich habe es mal versucht, einfach zu machen. Und vermutlich könnt ihr das Skript da gerade nicht lesen. Aber da steht im Prinzip nicht mein Username, sondern da steht halt dieses HTML-Steuerzeichen für ich bette da jetzt ein Programm ein, dann steht da ein sehr harmloses Programm, das einfach nur eine Nachricht aufpoppen lassen soll und dann wird das halt noch abgeschlossen. Das heißt, ich gebe da einfach mal Zeichen ein, die mir so im Kopf gekommen sind, die halt irgendwie interessantes Ergebnis haben könnten. Das ist auf jeden Fall nicht mein Nutzername. Damit sieht man auch schon gleich, was man eigentlich dagegen machen könnte. Man könnte mal überprüfen, ob jemand wirklich Script und Alert heißt. Also das ist halt ein relativ unüblicher Name. Vielleicht will so keiner heißen. Gut, den habe ich da mal eingegeben. Das Passwort ist in dieser Demo relativ egal. Deswegen werfe ich das einfach mal ein. Das ist ein sehr übliches Formular. Das sieht halt dann in HTML, habt ihr das so ausgeliefert gekriegt. Das ist sowas wie... ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, das Menü im Restaurant oder sowas in der Art. Und ich habe jetzt hier in das Input-Feld sozusagen einen Variablen-Name namens Passwort mit einem Wert belegt, dem hier unten. Und hier oben bei Username habe ich im Prinzip dieses komische Dings da als Daten hinterlegt. Und diese Daten wandern jetzt von dem Angreiferbrowser, das könnte ich unter Umständen auch selbst sein, werden die in so einen HTTP-Request versendet. Also meine Bestellung oder die Bestellung von jetzt in diesem Fall vom Angreifer. Und da landen die halt einfach tatsächlich relativ direkt als Variablen
irgendwie drin und werden so direkt an den Server geschickt. Da ist halt nie was, also Magie ist da ja nie dabei so richtig. So, das heißt, das ist jetzt die konkrete Nachricht, leicht vereinfacht, die der Server geliefert kriegt von meinem Angreifer. Was macht der Server damit? Der Server verarbeitet das Zeug in so einem Programm hier. Das ist jetzt tatsächlich mal ein bisschen Java oder so. Das habe ich aus einer Java-EE-Anleitung irgendwo rausgeholt, was man damit machen kann. Damit, also ein relativ übliches Framework, mit dem man Daten verarbeitet. Wie das konkret geschieht, ist eigentlich relativ egal. Wichtig zu merken ist halt, da kommen irgendwelche Parameter an, die speichert man normalerweise kurz mal im Hauptspeicher weg. Also merkt sich, wie die heißen, packt die in irgendwelche Variablen und dann kommt der wichtige Schritt, man will das ja irgendwo speichern. In diesem Fall legen wir einen neuen Nutzername an und den muss ich halt irgendwo speichern. Das tue ich jetzt hier mit meiner selbst völlig frei erfundenen Funktion SignInUser. Da taucht dann exakt der gleiche Nutzername natürlich auf, den mein Angreifer eben eingegeben hat, mein absolut kreatives Passwort. Und danach wird das dann halt direkt in die Datenbank übergeben. Ich gucke mal eben, ob das hier auch klappt. Ah, das klappt nicht so direkt. Es wird nämlich gar nicht angezeigt. Aber das Passwort wird angezeigt. Also man sieht halt, dieses Skript kann gerade im HTML tatsächlich gar nicht angezeigt werden, weil es halt ein Skript ist. Glücklicherweise wird es an der Stelle nicht direkt ausgeführt. Das ist die Stelle, wo ich mich selbst gecross-site-skriptet habe. Da poppte dann nämlich jetzt auf einmal gleich das Cross-Site-Scripting auf. Gut, damit ist das Ding jetzt gespeichert. Im Prinzip habe ich jetzt als Angreifer im Lager der Küche was abgelegt. Nur irgendwie so eine kleine vergiftete Dose oder sowas in der Art. Gut, da ist das noch relativ ungefährlich. Jetzt kommt aber der Moment, wo ich was bestellt habe. Das heißt, ich will was haben. Das heißt, der Koch geht jetzt wieder in sein Lager und holt sich die Zutaten raus und bastelt mir daraus eine Webseite, die er mir als Nutzer anzeigen kann. Bei so einem Nutzernamen könnte das zum Beispiel sowas sein, wie, naja, der Administrator, der dringend irgendwie die Liste aller Nutzer haben will. Das wäre schon mal sehr schön, wenn er sich so eine Nutzerliste anzeigen lassen kann und ich könnte dann seinen Browser in irgendeiner Weise manipulieren. Das heißt, das sieht wieder genauso aus wie vorher auch. Der baut das in eine Webseite ein. Hier sieht man dieses Markup von der Webseite. Der macht mir jetzt hier eine Liste mit diesem Output, eine Liste von Nutzern. Und natürlich trägt er dann, wenn er das aus der Datenbank abfragt, mit User-Get-Namen in diesem Fall, das ist völlig frei erfunden, fügt er genau an der Stelle den String ein, den ich als Nutzername, als Angreifer angegeben habe. Und natürlich auch mein Passwort. So. Das heißt, der baut jetzt eine Webseite zusammen und packt da allen Krempel ein. Jetzt könnte man auch an der Stelle schon mal irgendwie so eine gewisse Idee haben, was man eigentlich richtig machen könnte an der Stelle. Aber ich will mich ja irgendwie nicht selber spoofen. Gut, das heißt, er macht eine Liste. Und so sieht dann diese Webseite aus, die mein Server gebaut, oder so könnte sie aussehen, die mein Webserver aufgebaut hat. Da sind halt alle Nutzer drinne und einer dieser Nutzer hat halt einen etwas seltsamen Namen. So ungefähr. Also normales HTML und das wird jetzt an meinen Client geschickt. Also in diesem Fall den hypothetischen Administrator, der sich jetzt gerade die Nutzerliste angucken will. Und der kriegt dann sowas angezeigt. Wunderbar, funktioniert. Ich hatte ein bisschen Angst. Gut, was ist da jetzt passiert? Im Prinzip seht ihr auch wieder hier wird nichts angezeigt und ich habe zugegebenermaßen ein bisschen geschummelt, das ist sehr explizit ausgeführt worden, aber mein Browser hat jetzt gerade das, was hier war, als Skript wahrgenommen, weil der sieht ja dieses ganze Markup und das eine Markup hat ihm halt gesagt, hier kommt übrigens ein Programm, führ das bitte sofort aus und glücklicherweise stand da jetzt in dem Skript nichts drin wie explodiere, fang den dritten Weltkrieg an oder sowas, sondern da stand halt nur drin, zeig mir eine Nachricht, auf der Cross-Site-Scripting steht, das ist relativ harmlos, aber ist auch mein Computer und den wollte ich nicht direkt selber kaputt machen. Das mache ich oft genug. In diesem Fall können wir es einfach wegklicken, alles ist in Ordnung. Im Prinzip haben wir jetzt ein Skript im Browser ausgeführt. Das ist erstmal so vielleicht mäßig gefährlich, kommen wir gleich nochmal zu. Halt, genau, nicht selber scopen. Gut, also was haben wir gemacht? Wir haben einen Angreifer gehabt, der hat seltsamen Nutzernamen gehabt oder was auch immer das für ein Eingabefeld ist oder wie er da wirklich was eingibt, vielleicht geht er auch direkt an die Datenbank, der in der Lage war, ungefiltert Daten in die Datenbank von dem Server zu werfen. Der Server oder in das Lager von der Küche. Der Server hat genauso ungefiltert und unverarbeitet dieses Zeug aus der Dose genommen
und hat das dann an das Opfer, also auch wieder mich selber in diesem Fall, ausgeliefert. Und das Opfer hat dann auf einmal angefangen, sich komisch zu verhalten, Nachrichten aufzupoppen oder vielleicht Webseiten aufzurufen oder was auch immer. Da kann man tatsächlich dann im Endeffekt rein theoretisch grob alles machen, was der Nutzer letztendlich selber auch in JavaScript bauen könnte. Daten abfragen, Daten wegschicken und so weiter. Auch wenn es da gewisse Sandboxing-Verfahren gibt, wie dein eigener Browser versucht, dich zu schützen, im Großen und Ganzen ist das jetzt erstmal nicht gut. Die Frage ist, was können wir dagegen machen? Und die unglaublich deprimierende Antwort ist, eigentlich ist das überhaupt nicht schwierig. Eigentlich ist das gutes Programmieren. Das Problem, was wir gehabt haben an der Stelle, ist tatsächlich, dass wir nicht aufgepasst haben, oder beziehungsweise es gibt mehrere Sachen, die man machen kann, aber das Wichtigste ist, wir haben ja hier irgendeinen unbekannten Inhalt, den wir hatten, den haben wir einfach mal in so einen HTML-Kontext geworfen. Der war vorher im Datenbank-Kontext und davor war der irgendwo im Angreifer-Kontext. Und wir haben das genommen und es einfach ungefiltert da reingeworfen, ohne darüber nachzudenken, dass bestimmte Sachen, die hier in meiner Datenbank gespeichert sein könnten, eine besondere Interpretation in HTML haben, nämlich insbesondere diese spitzen Klammern. So. Und das sagt mir natürlich, dass es unglaublich einfach ist. Wenn ich nämlich in meiner Datenbank sowas wie eine spitze Klammer stehen habe, dann will ich doch eigentlich, dass in meinem Browser nachher eine spitze Klammer angezeigt wird und der nicht anfängt, das als Sonderzeichen zu interpretieren. Das heißt, ich muss im Endeffekt ganz einfach alle Sonderzeichen, die da sind, also Sonderzeichen im Zielkontext, in diesem Fall im HTML, in irgendetwas umwandeln, was einem normalen Zeichen entspricht. Und es wird noch viel einfacher. Für solche Dinge gibt es tatsächlich einfach Datenbanken. Die muss man nur verwenden. Vielleicht ist euch ja aufgefallen, dass ich hier jetzt an dieser Stelle nicht nur den Nutzernamen rausgeholt habe, sondern einfach gesagt habe, codier das nochmal sinnvoll für HTML und dann sind wir fertig. Und das macht solche Schwachstellen so unglaublich deprimierend, weil das eigentlich zum Programmieren dazugehören sollte, wie, ja, ich weiß nicht, trinken zum Leben oder sowas in der Art, atmen und ähnliche Dinge. Gut. Falls ihr Hilfe haben wollt, mache ich jetzt mal ein bisschen Fremdwerbung. Es gibt so ein Open-Source-artiges Projekt, das Open Web Application Security Project, und die liefern euch solche Encoder für so grob alles, was ihr haben wollt. Zum Beispiel, die liefern euch auch unter anderem diese Top 10 und da kann man nochmal nachlesen, was man noch machen könnte. Sowas wie Input Validation. Ich müsste ja diesen blöden Namen gar nicht erst in meine Datenbank reinschubsen. Ne? Wer heißt schon Skript? Seid ihr noch bei mir? Irgendjemand eingeschlafen? Aha, die melden sich wieder nicht. Gut, also, sozusagen die Vorzusammenfassung. Das Zeug ist jetzt, sag ich mal, nicht direkt gefährlich, aber was kann halt schon schief gehen? Wir haben eine Menge Daten, wir haben einen Kontext, in dem wir nicht wissen, was passiert. Es ist einfach zu vermeiden. Im Endeffekt sind das eine ganze Menge Fehler, die irgendwelche Seiteneffekte haben zu können. Es wird zum Beispiel keiner auf die Idee kommen, irgendwelche wichtigen Industrieanlagen mit so einem komischen Webinterface zu versehen, was auch noch Cross-Site-Scripting-Schwachstellen enthält. Es sei denn, er ist ein Windparkbetreiber, dann macht er es halt doch. Da gab es 2017 irgendwie ein paar Leute, die haben die mal analysiert, diese Webinterfaces, und haben da nebenbei auch noch Cross-Site-Scripting-Angriffsmöglichkeiten gefunden und haben dann tatsächlich Windkraftanlagen steuern können. Und zwar halt so ein bisschen großflächig, weil wir Software natürlich einmal schreiben und überall ausrollen, dann hat man die Schwachstelle überall und dann kann man halt mal eben kurz Windkraft an der norddeutschen Küste aus- oder anschalten. Und wenn ihr vorgestern in diesem Energievortrag wart, ich komme auch aus dem Bereich Energieinformatik, dann wisst ihr, dass das nicht gut ist. Solche Dinge. Also, da gibt es eine Menge Sachen, die ein Angreifer machen kann und es ist noch viel schöner und viel einfacher. Er ist halt unglaublich leicht zu beheben. Deswegen wäre es schön, wenn ihr wenigstens mal die Top 10 der OWASP durchgeht. Dann wisst ihr, was ihr nicht machen sollt. Jetzt bin ich ein zu weit. Genau. Okay, also Output-Encoding betreiben, Input-Validation betreiben. Und wenn jetzt nicht dieses letzte Bildchen euch komplett überzeugt hat, dass man dringend 3D braucht, wo man dann seine Grafiken recyceln kann, dann versucht euch nicht an irgendwelchen komischen 3D-Folien, weil das macht eine Höllearbeit. Ist aber schön. Vielen Dank.